Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video zeige ich euch mal einen kleinen Glitch, wie ihr den Nagasagi Live Quad Blazer euch mit einer Vollkaskoversicherung in die Garage stellen könnt. Normalerweise könnt ihr den zwar in die Garage reinfahren, aber dann ist der halt nicht versichert, da ihr den nicht nach Los Santos Custom fahren könnt und dort auch nicht tunen könnt und dort auch keine Versicherung draufhauen könnt. Dieser Glitch funktioniert definitiv auf PlayStation 4 und auch auf Xbox One, und ihr braucht dafür den Out-of-Radar-Glitch vom Money-Glitch, und ich habe den auch heute Morgen wirklich noch gemacht. Ich habe den wirklich einigen Abonnenten gemacht und ich habe den Abonnenten da auch wirklich teilweise sehr lange geholfen, dass die sich die Garagen voll geglitcht haben. Der funktioniert auf jeden Fall immer noch. Und was ihr jetzt als allererstes mal für diesen Glitch braucht, ist ein Nagasagi Live Quad Blazer. Am Anfang des Videos habt ihr ja gesehen, wo der spawnt. Der spawnt nämlich da eigentlich immer am Strand und das auch immer im Vormittagsbereich. Ihr fahrt jetzt einfach mit diesem Nagasagi Live Quad Blazer, den ihr euch dann dort am Strand holt, zu eurer Garage, und dann fahrt ihr das Auto einfach in die Garage rein. Und dann geht ihr in der Garage hin und fahrt einfach irgendein anderes Auto, welches ihr gerade für diesen Glitch nicht braucht, nach draußen. Keine Angst, Leute, diesem Auto passiert absolut nichts. Das ist jetzt nur dafür da, dass euer Kumpel, der out of radar ist, auch wie genau wie beim Money Glitch, Leute, dass er dort an der Fahrertür Dreieck spammen kann. Ihr geht jetzt noch hin und stellt den Fahrzeugzugang in eurem Interaktionsmenü auf Niemand. Danach geht ihr einfach wieder in eure Garage rein und geht zum Nagasagi Live Quad Blazer, der jetzt in eurer Garage hier drinne steht, aber nicht Vollkasko versichert ist. Danach setzt ihr euch einfach auf den Blazer drauf und fahrt mit dem Blazer nach draußen. Und wenn ihr dann draußen gleich angekommen seid, dann parkt ihr den Blazer einfach irgendwo hin, wo der keinen stört. Ist wirklich ganz egal, Hauptsache der geht draußen halt nicht kaputt. Und danach steigt ihr einfach vom Blazer ab und lauft wieder zu Fuß in eure Garage rein. Und wenn ihr jetzt in eurer Garage angekommen seid, dann müsst ihr jetzt nur noch hingehen und mit irgendeinem anderen Fahrzeug rausfahren, welches ihr nicht mehr braucht. Also das Fahrzeug, was ihr jetzt rausfahrt, das wird zerstört bzw. überschrieben. Ich empfehle euch in diesem Beispiel einfach mal einen Karin, rostigen Rebell, oder nehmt genauso wie im Money Glitch Video einfach so einen Schrottroller, kostet im Internet auch nur irgendwie 6000 Dollar. So, wenn ihr jetzt mit dem Karin, rostigen Rebell bzw. mit dem Schrottauto, welches ihr nicht mehr braucht, draußen angekommen seid, dann geht ihr einfach hin und steigt aus dem Auto aus und rennt zu dem Nagasagi Live Quad Blazer hin, steigt ein und fahrt mit dem Blazer einfach wieder zurück in eure Garage, und boom, der Blazer ist jetzt dupliziert, und dort, wo zuvor das Auto stand, was ihr jetzt überschrieben habt, dort ist der Blazer dann auf dem Autostellplatz mit einer Vollkaskoversicherung drauf. Der andere Blazer, der noch in der Garage steht, ist der Blazer vom Anfang des Videos, der nicht versichert ist. Den könnt ihr einfach wieder rausfahren und zerstören, und dann habt ihr den auch los, und der Blazer, der jetzt wie gesagt an dieser Stelle steht, ist jetzt komplett Vollkasko versichert, und wenn euch irgendjemand den jetzt kaputt macht, dann könnt ihr auch in der Versicherung hingehen und euch das Fahrzeug einfach wieder reparieren lassen. So Leute, ich bin aber auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich jetzt echt freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.